Hat doch Mario nicht gewonnen. Kann nicht sein. Kein Respekt für Pelé. Und das ist das lustig. Ich sage euch eine Kategorie und wir schauen, wer mehr kennt. Abwechslungsweise müsst ihr einfach etwas aus dieser Kategorie sagen. Es geht auf 3 Punkte. Der Verlierer, der muss einen Witz erzählen oder ein Lied vorsingen. Okay. Zum Anfang machen wir Länder, die die Europameisterschaft gewonnen haben. Spanien. Italien. Portugal. Frankreich. Griechenland. Dänemark. England. Nein, falsch. Wir haben nie gewonnen. Nein. Deutschland wäre noch gewesen. Deutschland, ja, ich wollte Deutschland sagen. Oder hat Ungarn gewonnen? Nein. Nein, aber UdSSR und CSSR. Ah ja, UdSSR. Also Tschechoslowakei. Ja. 1-0 für Vincent. Merci. Zweite Kategorie. Was Spieler, die bereits im Nachwuchs bei IBE gespielt haben, die heute in der ersten Mannschaft sind. Fabian Physikkeit Rieder. Sehr gut, ja. Leon Rosbinden. Levin Blum, Blümchen. Angel Amanda. Sehr gut. Schwierig, ne? Oh. Es ist noch Vormittag, es ist früh. Quentin Maseras. Felix Mendy. Ah oui, Felix, Fixu. Felix. Sandro Lauper sogar, Sandro Lauper. Sandro Lauper, ja. Petinha wäre auch noch gewesen. Esteban. 1-1. Also 1-1. Ich muss mich konzentrieren wegen Fahren, das ist nicht einfach. Es gibt gerade Polizei, dann ich muss aufpassen. Ehemalige Vereine von Wushu. Luzern. Grasshoppers. Frankfurt. BSC Young Boys. Munzingen. Ja, Nationalmannschaft, er hat auch gespielt. Aber das ist kein Verein. Gab es noch einen? Ja, keine Profivereine, aber er hat noch in Bümplitz und Sternenberg hat er auch gespielt. Aber das war sehr schwierig. Aber Munzingen war stark. Ballon d'Or Gewinner. Ja, fangen wir an mit dem Schwierigsten. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Cannavaro. Kaka. Greif. Zinedine Zidane. Jawohl. Van Basten. Auch richtig. Andrei Shevchenko. Lothar Matthäus, ne? Rivaldo. Es gibt nicht viel mehr. Was ist das denn gar? Ronaldinho. Ronaldo. Wer gibt es noch? Fünf Sekunden. Ein Name, Di Stefano. Okay, warte, das muss ich schauen, aber das war jetzt sehr spät. Aber ja, das war zu spät. Schiri hat schon gepfiffen. Di Stefano. Der Schiri muss pfeifen, ne? Also, es war Nachspielzeit. Glück gehabt, Di Stefano 1959 hat er gewonnen. Ah, und 57 auch. Michel Platini. Pelé. Es gab noch nicht Ballon d'Or, ne? Pelé. Ja, wie alle Ballon d'Or? Vielleicht nicht. Ich glaube, damals war noch für Europäer, deswegen hat... ich glaube, früher... Ja, Pelé hat nicht gewonnen, ja. Es war nur für Europäer damals. Kein Respekt für Pelé. Also, das heißt... Für einen Punkt für Wasser. 2-2. Also, jetzt gibt es die Entscheidung. Und zwar machen wir Schweizer Kantone. Die Kurse? Ja. Wallis. Bern. Wo? Was ist wo? Was ist wo? Wat? Was ist wo? Wo? Ich weiß nicht in Deutsch.
Genf. Fribourg. Jura. Zürich. St. Gallen. Uri. Zürich. Schon gesagt, ich habe schon gesagt. No, du hast gesagt. Ja, ja. Oh, die Leute haben dann. Nein, wir haben verloren. Aber ja, ja. Zürich war schon weg und kannst weitermachen. Dann, ich habe Luzern gesagt dann. Schwyz. Unterwald. Ticino. Argovie. Grison. Grison. Appenzell. Kannst du genauer? Ja, Interieur oder Exterieur, wie du willst. Nimm's eine. Ich nehme beide. Interieur nein, und nein, Exterieur. Eine. Ja, weil sie sind so halbe Kanton. Das ist zwei. Sie sind halbe Kanton. Das dann ist zwei Kanton? Ja, das ist. Ja, das ist also. Das ist richtig, natürlich. Nein, nimm eine. Ja. Ja, okay, dann. Du kannst eine nehmen und dann kann Karte der andere nehmen. Ja, das ist. Also lieber Exterieur dann. Oh, Interieur, so. Neuchâtel. Schaffhausen. Basel, Stadt oder. Du musst. Ah, ça c'est trop facile ça! Was will ich? Ja, lieber Stadt. Ballkampagne. Zug. Wie viel gibt es noch? Zwei, oder? Ah, je sais. Ich glaube, eins, zwei, drei. Winterthur. Vier. Nein. Nein. Ist kein Kanton, ja. Das ist der Sieg für Vincent. Er hat Glück gehabt, er hat falsch gehabt. Vincent Cello geht zum Museum in Bern. Und er geht zum Museum und er schaut ein erstes Gemälde. Er sagt, ah, das ist so hässlich, ich mag nicht. Dann er geht zu einem zweiten Gemälde. Er sagt auch, ah, das ist so hässlich, ich mag nicht. Dann er geht zu einem dritten Gemälde, er sagt auch gleich, ah, das ist hässlich, ich mag nicht. Und der Mann von der Museum, der arbeitet im Museum, sagt, aber das ist kein Gemälde, das ist ein Spiegel. Alter. Sehr gut. Das ist das lustig.